Hey ihr Menschen, die sich gerne in Hauptstädten rumtreiben, willkommen zurück zu Elden Ring. Mir ist gerade was aufgefallen, Leute, um damit mal allen Leuten hier eins zu sagen, die sagten, ich hätte Radania Post 1.3 besiegt. Nein, ich habe gerade gemerkt, ich habe das Ding noch auf Media Preview stehen gehabt. Damit war es noch nicht mal die 1.0er, sondern irgendwie 0.99 oder so. Also ich habe es wirklich vor Release eingestellt und runtergeladen. Und jetzt habe ich es nochmal gepatcht und jetzt habe ich die neueste Version. Das heißt, ich habe Radahn wirklich besiegt. Pre 1.3 sozusagen. Also, dass ihr Bescheid wisst. Wollte ich euch nochmal sagen. So, wir geben mal die Dunkelschiffer 2 Perle ab. Und damit kann ich mir jetzt Dunkelschmiedestande 3 und 4 kaufen. Geil. Coole Sache. Und einen Speicherstein. Ja, brauchen wir halt nicht, ne? Gräberteil. Ja, brauchen wir auch nicht. Ich habe mir schon überlegt, soll ich jetzt echt eigentlich noch Dings hier skillen? Soll ich, wie heißt das, den Geist skillen? Weil das gibt mir ja mehr Mana. Ich glaube, das mache ich nicht, Leute. Ich werde lediglich erstmal Willenskraft skillen. Habe ich dann einzelnen, ja. Muss mal gucken, ob ich da irgendwie andere Sachen verkaufen kann. Ich habe so viel Zeug. Der war da verkaufen. Kann ich hier nicht? Ne, bei ER kann ich nicht verkaufen. Beim Schmied konnte ich, glaube ich, verkaufen, oder? Oder generell bei jedem Händler kann ich verkaufen. Wir gehen mal gucken. Oh, warte mal, ich will nochmal nach Roger gucken. Ist er noch da? Oh, nein, er ist tot. Roger ist Klangperle. Was haben wir noch? Spitzhut der Zauberklinge, Reisekleidung der Zauberklinge, Handschuhe, Hose. Oh nein. Und Rogers Brief. Ach, der arme Roger. Der Spitzhut des Schimmerstein-Zauberers Roger. Ein Zeichen der Ketzer. Verstärkt Talente der Schimmerstein-Zauberei. Sein Leben lang zeigte Roger keinerlei Gefühlsregung. Niemand bemerkte seinen Zorn, seine Trauer, sein Bedauern oder seine Furcht. Verstärkt Talente mit der Schimmerstein-Zauberei. Ey, das ist schon geil. Dass die alle verstärken. Guck mal, der hat Schnabelschuhe. Finde ich auch sehr cool. So, da ist sein Brief. Ein Brief verfasst mit zitternder Hand. Eins hatte ich gerade vergessen. Es scheint, die hat einen jüngeren Bruder. Ich habe gehört, er schlummert in dem Aquädukt bei der ewigen Stadt Nokron. Genau, Nokron, die suche ich. Angeblich trat er gar nicht weit entfernt von dieser Stelle vor den Prinzen des Todes. Also vor mich. Den Prinzen des Todes. Nein. Aber wo ist Nokron, verdammt? Ich will Nokron finden, diese blöde Stadt. Weiß nicht, wo das sein soll. So, hier kann ich verkaufen. Die geben alle 100, die Boli. Es gibt sogar 200, der Schildkrötenhals. Brauche ich ja nicht, oder? Besseres Fleisch. Stärkt kurzkörperliche Angriffe. Aber noch alles. Es gibt alles nicht so viel. Drachenwundfett. Steine brauchen wir nicht unbedingt. Ja, 3800 gibt das. Das sind gerade mal 50, was die... Okay, das ist echt nicht viel. So, die Rohstoffe. Eieiei, guck mal, die geben 100. Die geben auch 100. Ich gucke halt immer nach dem, was viel gibt, weil der Rest ist ja echt super easy zu sammeln. Jetzt murmelt der die ganze Zeit. So, guck mal, die könnte ich theoretisch alle verkaufen. Die brauche ich eh nie wieder. Oha, 1009 gibt's schon hier. Mhm. Die Waffen. 1000. Und es gibt nur 200, das Kriegsschwert der Verpflanzung. Also das Großschwert der Verpflanzung. Echt ein bisschen wenig, ne? Davon verkaufe ich, glaube ich, nichts. Tribute, aber auch erlittenen Schaden. Ja. Nee, also ich glaube, von dem einzigartigen Zeug will ich nichts verkaufen. Aber warte mal, wie viel brauche ich? 43.000, ne? 43.000. Ich habe mal 12 für.
Gott. Ich habe so viel Runen, ne? Ja. Ah, ich kann es mir einfach erlauben, alles abzugraden. So, und ich kann sogar nochmal umskillen, wenn ich das möchte. So, und damit habe ich jetzt, wie viel, 17 Weisheit schon. Ich habe, sieht man das, wo ist das denn? 17 Weisheit durch den Kopf. Ja. 17, was brauche ich immer? 20 brauche ich für die Waffe da von dem Biest. Da. 20. Ist jetzt eigentlich die andere Tür auch noch aufgegangen? Es geht ja immer weiter, je weiter man im Spiel kommt. Nee, die Tür ist zu... Gibt auch keinen Prompt, dass man sie öffnen kann, leider. Die Seele von Radan habe ich jetzt ja auch nicht mehr. Ach Mann. Ich hoffe, dass ich das gleich eingetauscht habe, war ein Fehler. Und 71, das reicht nicht. Die Wölfe widerrufen, theoretisch. Ist die Wölfe noch upgrade? Ich fand die eigentlich ziemlich cool, die Wölfe, aber ich will jetzt auch erstmal nichts beschwören, deswegen. So, was haben wir denn hier? Aelith ist halt das letzte Gebiet, die Götterbrücke. Aha. Die Götterbrücke ist halt echt schon die Hauptstadt, aber ich bin hier. Wie bin ich denn da mal hingekommen? Keine Ahnung. So, wir gehen da unten noch hin. Da oben die 1 habe ich noch markiert. Was ist das denn? Alte Fingerleserin. Ah ja. Ah ja. Da muss hier aber irgendwo noch was sein. Bruder Corhin. Ah, siehste. Siehste. Jetzt nämlich, wo ich das komplett abgedatet habe, stehen die ganzen NPCs. Siehste? Das war vorher nicht, Leute. Alte Fingerleserin. Und hier. Bock der Näher. Bock ist hier. Da würde ich doch mal... Okay. Seht ihr, das war jetzt der Patch? Ich habe es wirklich jetzt gerade erst abgedatet. Man konnte vorher schon die Symbole verteilen, denke ich mal, oder? Was ist denn Bock? Ach, da ist er ja. Bock, the sea ready to make... Tut mir leid. My apologies. Your wardrobe includes the garb of the old demigods. And I'm afraid I can't make adjustments to them. My mum told me once that a royal seamster would do them up in a jiffy. Just wait, master. Before long, I'll be that good too. Ja, schade. Oh, die Reisekleidung von Rogier. Oh, please do be... Ja, ja, ich gebe auf mich acht. Aber geil, dass jetzt hier die ganzen NPC-Namen stehen. Hier, aber auch nochmal ein Händler. Der blutigen... Ach, da ist der Jura, warte mal. Ich werde doch mal mit ihm reden, der hatte da auch noch eine Quest für mich. Das ist so viel praktischer jetzt. Das ist so viel einfacher und praktischer. Ich finde das voll gut. Und ich bin froh, dass ich das dynamische Display auch nicht ausgemacht habe. Das hat mir schon so oft geholfen, Sachen zu finden. Da ist er. Komisch, dass er sich auch nicht weiter bewegt hat. Oh, it's you. Thanks for your help there. That bloody finger was a thorn in my side. And now I'm finally rid of him. Here's a token of thanks. Please, take it. I may not have much time. I'm dying to see you. Eleonora. Violet Bloodyfinger. Oh, guck mal, der Sternenhimmel wird gerade deutlich. Yes, I've been tracking Eleonora for quite some time. She is the deadliest of all Bloodyfingers. She's felled many an old hand already, but in spite of her cessblood zealotry, Eleonora is a proud knight. If she comes for you, do not think twice. You must flee. There is no shame in self-preservation. Be on your way. Perhaps we will meet again. If fate permits. Aber ich will ihm helfen, sie zu bekämpfen. Aber hier, da ist Renala, die Königin des Vollmonds. Hier haben wir den Händler. Es ist so gut.
Die Fingerleserin, bei ihr war ich auch schon. Wahrscheinlich zählen nur die... Ja, der weißgesichtige Wari. Ich wette, es zählen nur die, die ich bereits entdeckt habe. Richtig? Wer ist die Maid? Latenna, die Albinaurik. Was? Sie ist eine Albinaurik? Okay. Die ist wieder ein Händler. Die haben nur kleine Symbole, so wie es aussieht. Hier ist der Vorwächter Gostok. Ich habe immer noch nicht versucht, ob ich hier rüberkomme, aber ich glaube, das geht nicht übrigens. Hier kommt man nicht rüber. Ich habe das mit meinem Zweitcharakter, habe ich mal geschaut. Weil da bin ich gerade erst bei Godric. Nur mal so. Aha. Ach, der ist unten an... Genau, der war da unten. So, hier ist auch noch ein Händler im Süden. Der ist aber nicht mehr... Doch, der ist noch da. Anyway, wir machen jetzt erstmal hier weiter. Da war ich da unten? Ja, ne? Ich will es nur mal überprüfen. Ich habe mir das hier geholt, oder? Die Saat. Ja. Okay, warte. Ah ja, da ist er, EG. Kann ich das wegmachen? Genau, da ist Sulvis. Da ist Renna, die Hexe. Hier oben kam ich noch nicht rein. Ups. Na, so, da ist die Lady hier. Die kann ich auch entfernen. Tanit, Herren des Haus... Also von Haus Vulkan. Und hier, der nomadische Händler. Na komm, wir gehen erst nochmal hier hin. Ja, sorry. Ich muss mal ein bisschen hier nachholen, ne? Da gibt es ja noch so viel, was ich noch nicht gemacht habe. Hier den Berg raufreiten. Und dann eigentlich noch hier runterspringen. Da ist ja auch noch die Straße hier. Da wo ja angeblich der Schatz sein soll. Ihr wisst ja, wo der hingezeigt hat. Ich bin total gehypt, dass es hier die Plus-1-Sachen noch gibt. Oh, der Kürbismann. Ja, natürlich hast du noch Refugiumsstein. Da unten die Brücke. Ich will wissen, wie ich da hinkomme. Ist da unten vielleicht was, was mich... Ich probiere es jetzt einfach mal. Scheiß drauf. Ich probiere es jetzt einfach mal. Ne, warte. Die Steine weisen mir den Schatz. Vielleicht sollte ich gar nicht da runterspringen, sondern einfach nur den Steinen folgen. Aha. Okay. Das war wohl falsch. Die Kamera ist auch schon so gewandert, dass da nichts sein kann. Also da... Da siehst du einfach nur noch, wie du in den Abgrund fällst. Ach, scheiße. Das ist doch dämlich. Viel verarscht mich. Troll mich nicht so. Jetzt ist wieder alles heller. Bolzen der Getreuen. So. Der hat auch immer diesen Stein dabei. So, was steht da? Regenbogensteine weisen den Weg zum Reichtum. Nur gut, dass die jetzt hier einfach aufhören. Oh, da ist Patches! Da ist Patches, du Penner! Oh, hello. Yes. Strange place for a chance encounter, huh? I thought I could use a rest.
Don't mind me. Go about your business. Right, over there. See that? Something shimmering. I swear. Ey, du bist so eine dumme Ratte, ne? Ich hab's gewusst, da kommt eine Sequenz und er tritt mich runter. Oh, Patches! Ich hasse ihn. Aber ich liebe ihn auch irgendwie, den Schelm. Alter, dieses dumme Ass. Then stay away from the volcano manor. Bye now. Oh, ich liebe ihn. Dieses dumme Schwein, ich liebe ihn einfach. Okay, cool. Wieder was entdeckt jetzt hier. Wow. Oh nein! Almost. Ich kann mir diese Boli noch nicht machen, verdammt. Patches ist eine dumme Sau. Aber ich mag ihn. Nein, kein Reim. Einfach nur, er ist eine dumme Sau. Hier war ich doch schon drin, oder? Ja. Hä? Hier war ich schon überall, Leute. Wow. Wo kommt ihr jetzt her, bitte? Kickt er mich halt einfach mal da runter. Aber immerhin hat er mir den guten Rat gegeben, mich von Haus Vulkan fernzuhalten. Was auch immer das mir jetzt bringt, dieser Rat. Aber das ist wieder diese Festung. Festung Light. Ist halt einfach mal der Patches, das dumme Ass. Ja, doof für dich, dass ich genau weiß, dass ich da wieder hochkomme, ne? Wahrscheinlich sitzt er immer noch da und feiert sich. Das ist so ein kleiner, fieser... Die Sache, irgendwie mag ich ihn ja auch. So ein windiger Bursche ist das. Tschüss. Der Freche sitzt halt immer noch da. Oh my. Well, here you are again. Oh, so sorry for that. I meant to warn you, but whoops. There you went. Despite my best intentions, I've done you wrong. I have. But here you are, standing tall and proud. All's well that ends well, eh? And my warning was spot on. You tell me different. Stay clear of Volcano Manor. End of discussion. I heard the brutes there hunt tarnished like animals. Stay clear of Volcano. I heard the brute. Ach so. Aber nicht irgendwie noch um Verzeihung bitten, ne? Und wegen so, oh mein Freund, es tut mir sehr leid. Ich habe euch leider reingelegt, aber wir sind ja trotzdem Freunde, oder? Normalerweise sagt er sowas immer, der Schelm. Dieses Knatze da, was ist das hier? An den Bäumen. Ui. Die Kalaslilie. Die ist auch recht selten eigentlich. What? Kann das Zeug einfach so einreiten?
Aber da unten, da dieses... Da habe ich eigentlich gehofft, komme ich jetzt raus, wenn er mich da runtertritt, aber nein. Aber ich weiß, wie ich da hinkomme. Sollte ich eigentlich. Ach, da muss es doch noch was geben bei Haus Vulkan, oder? Muss einfach. Eine halbe Stunde lang die Leitern hier raufsteigen. Aber ich werde doch noch ein bisschen Mana skillen, weil Stärke und Gesundheit bin ich eigentlich recht zufrieden. Ich meine, klar, Gesundheit könnte man noch ein bisschen was draufstacken, aber... Das passt soweit schon, würde ich sagen, oder? Au! Dein Penner. Du bist doch bestimmt nicht einfach nur eine Puppe, oder? Hey! Arsch! Also Pfeile drin stecken. Ich bin damals hier links hoch, ne? Ja. Oh, sehr schön. Die geben alle immer gleich wieder eine Aufladung dazu. Sehr gut. Nee, ich dachte schon, das wären Opferzweige. Aber Sakramentsknospen sind auch wohl eher seltener. Ich fand übrigens, die Sternenbestie war ein sehr krasser Gegner, also... Ich habe da wieder so Zweigeteiltes gelesen in den Kommentaren, so, ja, es gibt ja immer die Helden, die alles im First Try mit Fäusten besiegen. Aber ob das so glaubhaft ist in der Kommentarsektion, ich weiß ja nicht. Außerdem bei fremden Leuten in den Kommentaren angeben. Ah! Weiß ich auch. Ist ja auch egal, muss jeder selber wissen. Also ich freue mich eher, wenn ich einen knackigen Boss habe, wo ich einige Versuche dran brauche, als wenn ich da überall durchrenne. Das nimmt mir nämlich so ein bisschen an die Freude, weil... Wo ist die Herausforderung, oder? Und die Sternenbestie fand ich echt gut, also... Die hat richtig knackige Movements gehabt, wo man echt drauf achten musste, was sie macht, weil die hat einen wirklich mit wenigen Treffern schon getötet. Und gerade zu Pferd kämpfe ich total gerne mittlerweile, habe ich ja schon mal gesagt. Oh je. Yeah. Ah! Alter! Voll lustig. Die Gegner. Muss ja mal reinziehen. Echt witzig, diese Ex-Puppen. So, jetzt aber, da war ich noch gar nicht. Ich meine jetzt hier auch nicht, aber das hier sieht auf jeden Fall so final aus, als ging es nicht weiter hoch. Selbst hier oben haben sie gekämpft. Was für Material hat die Steine? Oh, oh, gelbe Glut. Ja, steht der Wahnsinn. Oh, oh.
Schneller Boy sind das. Ganz runter, bitte. Aha, guck mal da oben. Wieder so ein Hügel-Schwerter-Grab. Der Angriff auf Haus Vulkan. Die Armen, die Kranken, die Ketzerischen. Ewiger Krieg brennt, bringt niemandem Ruhm. Ja, und im Endeffekt hat sie der Wahnsinn ereilt hier. Geht's denn da noch hin? Da ist eine Brücke. War ich auf dieser Brücke schon? Ach ja! Ich bin ja dann den Berg hoch statt die Brücke. Ah, alles klar. Hier oben war ich dann gar nicht mehr. Uiuiui. Hier, Mensch. Stein. Giftfett. Der Kleine. Ah, das ist eine Höhle. Wie viele Vulkansteine gibt es denn hier? Okay, gehen wir nochmal in die Höhle rein. Da wieder ein Miniboss? Ja. Vulkanhöhle. Also ich vermute es mal, wenn es hier mal wieder sowas zum Speichern gibt. Fragmente. Dann gammeln sie wieder rum. Party Gang. Wir machen Party, mach für Party. Wir machen Party. Fette, fette Party. Ich glaube, ich gehe mal den langen Weg, nicht die Scenic Route. Oder doch, ich gehe die Scenic Route, nicht den Fast Way. Du Schweinebacke, ich hab dich gesehen, ne? Upsala. Oh la la, Madame. Lumpenfleisch. Hier mittlerweile auch kaum noch irgendwas groß. Also ja, ich sag das lieber nicht so laut, aber es gibt halt wenige Gegner, die mir bösen Schaden zufügen. Oha. Halbmenschliche Königin Margot, schon wieder. Auf
den Fuß. Den Arsch versohlen. So, Magatsche, Gefäßkanone, was? Magatsche, was soll das denn sein? Gefäßkanone. Hört sich immer sehr sexy an. Ernsthaft, ist es eine Schusswaffe? Oh, ich habe hier noch die Rogier-Klangperle. Ja, gut. Alter. Eine Balliste. Eine Gefäßkanone, die mittels Sprengladung Großbolzen abfeuert, verursacht großen Schaden, aber das Nachladen ist sehr zeitaufwendig. Diese experimentelle Waffe sollte bei dem Angriff auf Haus Vulkan eingesetzt werden, doch niemand dort konnte sie bedienen. Das ist ja schön. Das ist Stärke 34. Bitte. Achtung. Boah. Ey, so langsam ist das gar nicht. Guck mal. Jetzt könnte ich schon wieder schießen. Ja. Wie gut das ist. Ich habe jetzt eine Vase, die... Ich habe quasi eine Bazooka. Ist das schön. All gut. Was es hier für Sachen gibt. Wenn man einfach mal am Wegesrand ein bisschen guckt. Ja, Leute, nächstes Mal geht's weiter. Ich weiß nicht, ob ich jetzt direkt wieder zur Hauptstadt soll. Das ist alles schön und gut, aber ich will ehrlich gesagt noch ein bisschen hier rumschauen, ob es da noch was gibt. Und ja, bis dahin verabschiede ich mich von euch. Danke fürs Liken, danke fürs Kopieren, Kommentieren und wir sehen uns zu Elden Ring. Bis dann. Ciao.